Herzlich willkommen zu Film motiviert. Heute ist Freitag, mein letzter Trainingstag war am Dienstag, also vor 3 Tagen. Und ja, die Bänder und die Sehnen sind immer noch leicht gereizt. Aber das ist der Grund, warum ich jetzt einfach auch ein bisschen langsamer mache. Und das ist ganz normal, wenn du so lange nicht trainiert hast oder vielleicht noch nie trainiert hast, dann, ja, habe ich das schon im letzten Video natürlich erwähnt und auch in der Videobeschreibung. Schau immer unten rein, was ich da so verlinke. Es sind medizinische Hinweise teilweise dabei. Und genau, also einfach langsamer machen und gucken, wenn es schmerzt, noch langsamer. Genau, aber es läuft. Ich kann mich gerade nicht beklagen. Ja, wo bin ich gerade? Ich jogge entlang des Neckars. Wunderschön, aber jetzt zeige ich erstmal hier, was es hier zu sehen gibt. Nämlich den wunderbaren Odenwald. Das ist wirklich ein imposanter Anblick, wie ich finde. Meine heutige Strecke startete in Seckenheim, entlang gelaufen des Neckars auf der Südseite, dann rüber über die Brücke, die du gerade gesehen hast, nach Ladenburg. Da bin ich jetzt gerade angekommen und jetzt geht es wieder zurück über Ilfesheim nach Seckenheim. Ja, tut mir leid, dass ich heute nicht so viele Themen aufmache, beim nächsten Mal wieder mehr, aber heute will ich einfach ein bisschen laufen. Vielleicht entscheide ich mich das nächste Mal dafür, lieber auf der Seckenheimer Seite zurückzulaufen, weil hier läuft man irgendwie nur auf Asphalt an der Straße entlang. Das ist also nicht wirklich befriedigend. Die ganze Zeit hört man die Autos und ja, aber so lernt man eben dazu. Und außerdem ist es trotzdem schön, neue Strecken auszuprobieren, aber nicht mehr diese. So, nach 2 Kilometern entlang der Straße und nach 7,5 Kilometern insgesamt gönne ich mir jetzt mal wieder einen Walking-Spaziergang sozusagen. Ja, ich habe tatsächlich keine Schmerzen mehr. Also ich habe meine Bänder und meine Sehnen nicht mehr gespürt. Das ist also ein gutes Zeichen. Am Anfang habe ich sie gespürt, da bin ich aber auch ein bisschen zu schnell losgelaufen. Also wieder ein Plädoyer für: langsam muss sich der Körper dran gewöhnen, an diese Strapaze. Ich habe auch im Internet gelesen, Mediziner empfehlen, dass man 6 Wochen lang langsam tun soll. Und erst dann soll man langsam so das Tempo steigern am Anfang. Genau. Also ich versuche einfach ein paar Tipps weiterzugeben, die ich lese. Wenn du laufen gehst, dann achte auf jeden Fall auch immer drauf, immer wenn möglich, dass du auf Wiese oder auf weichem Untergrund, Erduntergrund läufst. Das ist besser für die Gelenke als Asphalt, Teer und so weiter. Also je weicher, desto besser. Und deine Laufschuhe bleiben somit auch länger erhalten. So. Diesmal nicht von zu Hause, aber von unterwegs ziehe ich meine Bilanz. Aber bevor ich das mache, erstmal super, dass du wieder dabei warst.
super, dass vielleicht auch du rausgegangen bist und tatsächlich dich überwunden hast, den inneren Schweinehund überwunden hast und es geschafft hast, rauszugehen. Du kannst stolz auf dich sein. Das zweite ist, bevor ich die Bilanz ziehe, es ist nicht immer so, ich habe das zwar so gesagt, aber es ist nicht immer so, dass das dritte Mal unbedingt wieder besser ist als das zweite Mal. Vielleicht hast du immer noch irgendwie ein Ziepen oder dann kommt der Seitenstechen mit rein oder was auch immer. Ja, es kann sein, dass du noch nicht genug Kondition aufgebaut hast. Du wirst gleich sehen, bei mir hat sich's verbessert, aber jeder Mensch ist individuell und jeder bringt was anderes gerade mit. Und deswegen sei nicht so streng zu dir, sondern mach einfach weiter. Und selbst wenn du dich erst beim fünften Mal verbesserst im Vergleich zum ersten Mal, dann ist das so, aber es ist dein Fortschritt und du solltest dich nie vergleichen mit anderen. Okay, ziehen wir Bilanz. Mein heutiger Lauf war insgesamt 8,42 Kilometer lang. Ich blende dir das alles jetzt ein. Das Ganze hat mich eine Stunde gedauert und das macht dann letztendlich eine pro Minuten pro Kilometer sind 7 Minuten 12. Also das heißt besser als sogar das erste Mal. Ja, kann ich stolz drauf sein, ist auf jeden Fall eine tolle Sache. Habe ich gar nicht angestrebt. Ich habe nicht versucht, irgendwie besonders schnell zu laufen. Im Gegenteil, ich habe versucht, besonders langsam zu laufen. Aber dadurch, dass ich so konsistent langsam gelaufen bin, bin ich letztendlich offenbar eine bessere Zeit gelaufen. Ja, dann 672 Kalorien habe ich verbrannt und 23 Meter Höhendifferenz. Ja, also ähnlich wie in den Alpen. Genau. Ja, also insgesamt hoffe ich, dass du ein bisschen Motivation schöpfen konntest aus dem Video. Das war jetzt Tag Nummer 3 und weitere werden folgen und da werde ich auch noch auf zukünftige Themen eingehen. Wie gesagt, was ich noch ein bisschen vor mir herschiebe, ist das Thema Musik und das Thema, was ist dein Warum. Aber es wird in den zukünftigen Videos kommen. Für heute sind wir am Ende. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und bis zum nächsten Motivationstag. Thank you.